und herzlich willkommen bei MS Meine Stadt. In Deutschland ist die Frage danach, ob und wie rassistisch wir überhaupt sind, immer sehr groß. Wir haben Münsteraner auf der Straße nach ihrer Meinung dazu befragt. Finden Sie, dass die Ausländer in Deutschland gut integriert werden und dass auch gute Sachen dafür angeboten werden, also gute Integrationskurse und so? Ich persönlich glaube ja, dass sie gut integriert werden. Das Angebot ist da. Ich glaube nur, dass es von vielen oder von einigen ausländischen Mitbürgern nicht angenommen wird, weil es vielleicht nicht richtig verstanden wird oder weil eventuell auch noch Angst vorhanden ist. Ja, eigentlich nicht so. Da werden viele benachteiligt, ne, was ich eigentlich auch nicht korrekt finde. Da müsste eigentlich noch was getan werden, denke ich mal. Also an der Universität auf jeden Fall. Und in Deutschland, also ich denke, Deutschland ist auf jeden Fall schon mal kein schlechtes Land für Ausländer. Ich denke, wenn sie sich Mühe geben, dann können sie sich auch integrieren. Denken Sie denn, Deutschland gibt denn da genügend Hilfsmittel dazu, um das möglich zu machen? Ich denke ja. Wir haben Sprachkurse, wir haben integrierte Kindergärten. Jetzt kommt die Religion, kommt auch ins Spiel, sodass man da in der Kirche einiges tut. Die Kirchen werden hier erlaubt, was in anderen Ländern auch nicht der Fall ist für christliche Kirchen. Also ich denke schon, dass wir da auf dem richtigen Weg sind. Ne, weil das Wichtigste in der Integration liegt ja darin, dass man die Sprache kann. Man kann von denen lernen und die können von uns lernen. Und das, so, das ist für mich Europa. Das ist dann so, was man unter Europa eigentlich verstehen sollte, finde ich. Miteinander und nicht gegeneinander. So sehe ich das. Wer von euch schon mal längere Zeit im fremdsprachigen Ausland gelebt hat, der weiß ganz genau, wie hart gerade die Anfangszeit sein kann. Für fremdsprachige Studenten in Münster gibt es das internationale Zentrum der WWU, die sogenannte Brücke. Die Brücke in Münster wurde in den 1940er Jahren von britischen Soldaten als sogenanntes Re-Education Center gegründet, um die Menschen zurück zur Demokratie zu führen. 10 Jahre später wurde die Brücke von der Universität Münster übernommen und ist seitdem eine Anlaufstelle für ausländische Studierende. Die Brücke steht im Grunde einmal natürlich für Multikulturalität und Internationalität an der Hochschule, weil sie eben als Hauptzielgruppe die ausländischen Studierenden anspricht, aber auch eben deutsche Studierende und auch den normalen Münsteraner. Das Programm ist in der Hauptsache Begegnung zwischen den einzelnen Gruppen und dafür bieten wir eben ein umfangreiches Programm. Die Brücke ist also den ganzen Tag erreichbar für deutsche und ausländische Studierende und steht in Münster eigentlich seit über 50 Jahren für so Ideale wie gegen Rassismus, für Zusammenarbeit, für Internationalität. Ich finde, das Konzept ist sehr interessant, weil ich das noch nirgendwo anders so gesehen habe. Man kennt ja doch International Office und auch gemeinsame Exkursionen und so, aber dass es halt regelmäßige gemeinsame Projekte gibt und auch einen Ort, wo die internationalen Studierenden hinkommen können, denke ich, hilft sehr viel, weil es doch vielen schwerfällt, erstmal Kontakt aufzunehmen. Gerade halt in Erasmus hat man ja seine Erasmus-Gruppe, aber alles, was halt da rausfällt, ist, glaube ich, sehr schwer ohne gute Deutschkenntnisse. Und hier haben die halt die Möglichkeit, das dann zu machen. Ich finde die Brücke eine gute Möglichkeit, ein aktiver Teil an diesem Integrationsprozess zu sein. Und hier kannst du viele ausländische Studierende treffen, und mit dem gleichen Problem. Und ich glaube, die sind schon bereit, zusammen in diesem Bereich zu arbeiten. Wir haben einmal dieses Antidiskriminierungsbüro. Das heißt, jeder Student, der das Gefühl hat, er ist irgendwo in der Hochschule oder in der Stadt diskriminiert worden, kann sich an uns wenden und wir versuchen mit ihm Lösungen zu finden und auch die andere Seite anzusprechen, um einen Weg zu finden. Dann haben wir
Veranstaltungen gerade die Verständnis und die ein Wissen vermitteln über die Herkunftsländer, die ein Wissen über die Probleme, die ausländische Studierende hier in Münster haben, vermitteln. Und da sind immer ganz besonders Deutsche zu eingeladen, um eben Vorurteile abzubauen, um eben ein friedliches und respektvolles Miteinander zu gewährleisten. Im Grunde ist die Brücke, ist die Grundeinstellung ist eben antirassistisch und auf Völkerfreundschaft ausgerichtet. Als internationales Zentrum ist die Brücke auch perfekt geeignet für Ausstellungen wie das deutsch-mosambikanische Jugendprojekt zu Ressourcenarmut und Ressourcenreichtum, das im Moment im Rahmen des alljährlichen Afrika-Festivals in der Brücke ausgestellt wird. Brücke ist ein internationaler Ort. Das kommt von verschiedenen Nationalitäten hier. Deshalb, wie gesagt, Brücke ist der richtige Ort hier in Münster, wo man solche Ausstellungen nochmal organisieren kann. Wir wollen das Bild von Afrika nochmal präsentieren, die Kultur von Afrika präsentiert. Es geht um Informationen, es geht auch um Austauschen über Afrika und Deutschland. Wir sind sehr gut integriert hier in Münster und durch das Afrika-Festival ist auch die Botschaft, unsere Botschaft ist auch sehr gut angekommen. Seitdem wir das Afrika-Festival hier in Münster nochmal organisieren, wir merken, dass unsere das Kultur von Afrika ist mehr beliebt geworden. Wir sind viel, viel angefragt geworden. Aber auch die Münsteraner dürfen sich für die Brücke engagieren. Nur so kann gewährleistet werden, dass die Integration der ausländischen Studierenden auch in Zukunft so gut funktioniert. Politische Korrektheit wird in Deutschland übergroß geschrieben. Wo der erhobene Zeigefinger herrscht, ist es allerdings eine natürliche menschliche Reaktion, dem mit Humor zu begegnen. Komiker wie Oliver Pollack zum Beispiel mit seinem Programm »Ich darf das, ich bin Jude« rührt am wundesten Punkt der Deutschen. Und die Jungs von Rebel Comedy stehen dem in nichts nach. Du fährst, du kennst das doch. Du. Aber nee, du kommst, du bist irgendwo und sagst, woher kommst du? Ich sage, ich komme aus Deutschland. Und dann gucken die auch so wie du, die so, hä? Sag ich, ja, so sehen die jetzt aus. Yes. Rebel Comedy steht für eine neue Generation, die popkulturaffin, multikulturell und offen ist. Mit ihrer Stand-up-Comedy und Musik sorgt sie für einen unterhaltenden Abend. Wir haben die Chance ergriffen und sie auf ihrem Tour in Köln in der schönen Gloria besucht. Geil, ich freue mich sehr, hier in Köln zu sein, auch wenn ich direkt zu spüren bekommen habe, wie rassistisch die Stadt ist. Ich stehe draußen mit einem Becher Kaffee und die Leute schmeißen einfach Geld rein. Hier liegt ein Obdachloser, warum ich? Sie sagen, Rebell Comedy, das ist doch diese Ausländerbande. Aber alles, was wir sind, wurden wir hierzulande. Ja, ich bin Deutsch. Doch das Deutsch, das ich im Sinn habe, ist das Deutsch, das ich im Blick habe. Deutschland schafft sich nicht ab, Deutschland lacht sich heute schlapp. Denn jetzt heißt es, lach kaputt, was? Lach kaputt, was? Ich weiß eigentlich gar nicht, warum die Ausländer so klatschen. Ja, einfach nur 3 Stunden Humor, wirklich lachen pur. Und wir haben Krämpfe gehabt das letzte Mal und wollten es halt einfach nochmal erleben. Aber wenn du vorher abchecken willst, dann ist auch wichtig, wo du herkommst. Wie du heißt, das ist voll wichtig. So Latinos. Ja, Latinos haben es einfach, ey. Latinos, wenn so Mädels kommt, diese, sag mal, wo kommst du denn eigentlich her? Argentinien. Okay. Und wie heißt du? Du möchtest meinen Namen wissen? Mein Name ist... An.
Antonio, Rivas, Sanchez, Tragasa, El Mundo, Fernando Di Faro. Und das war erst mein Vorname. Oh mein Gott. Und die Frauen schmelzen dahin. Und jetzt kommst du als Türke. Also, sag mal, wie heißen du? Abdurrahman war aus von Allah. Weißt du, wie ich meine? Aber das ist aber orientalisch, ne? Die machen super geile Comedy. Das Recht für Migranten ist sehr witzig, weil man kann sich mit sehr vielen Sachen identifizieren. Ne? Und mein Bruder war am Sonntag in Bonn und der meinte, das wird super. Jetzt überleg mal, in Türkei willst du deine Frau ganz angeben. Tschüss, Gesell. Tschüss, Gesell. Eiche! Eiche, wo bist du denn? Eiche! Das darf ja wohl nicht wahr sein. Das ist ein integrierter Türke. Eiche, du und der Jürgen. Das ist Deutschland. Oh mein Gott. Was ist passiert? Soll ich nichts? Wir haben den Laden einfach übernommen. Guten Tag Deutschland, ich bin kommt Arbeit machen. Danke Deutschland, gut machen. Danke Deutschland, 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 danke Deutschland. Du bist meine Chef machen Deutschland, danke Deutschland. Wir machen machen Deutschland, bist du Deutschland. Ich bin nicht Deutsch, ich bin Deutschland, spreche Deutschland. Du bist meine machen Deutschland, danke Deutschland. Danke Deutschland, danke Deutschland. Hey Kanake, mach mal Comedy. Hey, was fuchst du, ey Arschloch, ey, was geht, ey Rock'n'Roll? Alles wieder da, wo es hingehört? Der Kolonialherr befriedigt? Oh, der eine oder andere Deutsche sitzt da, denkt so, können wir den noch abschieben? Nein, können wir nicht. Aber der ist doch Gast. Nein, ist er nicht. Er ist Eigentümer. Die Arroganz der politischen Willkür wird ironisch auf die Schippe genommen, aber auch das Fußballschauen mit Freunden mit unterschiedlichem Migrationshintergrund. Charmant werden interkulturelle Besonderheiten angesprochen, ohne dass das Publikum sich betreten fühlt. Comedians wussten, durch ihre Alltagsgeschichten die Leute vom Publikum bestens zu unterhalten. Ich fand die Jungs ziemlich gut und wenn die mal hier nach Münster kommen, werde ich mir die auf jeden Fall angucken. Ich bin jetzt wieder hier hinterm Schloss und bei dem Wetter werde ich mir jetzt auf jeden Fall hier noch einen entspannten Tag machen. Das war's für dieses Mal von MS Meine Stadt. Vielen Dank, dass ihr dabei wart.